Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Saarner Friedensforschungsinstituts. Mein Name ist Josef Müller und heute darf ich euch Professor Dr. Heinz-Jürgen Voss vorstellen. Voss ist Professor für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung am Institut für angewandte Sexualwissenschaft an der Hochschule Merseburg. Voss war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Halle-Wittenberg. Er erhielt 2011 für seine Dissertation auch eine Auszeichnung. Und hat bereits einige Forschungsprojekte auch durchgeführt. Ja, danke, Herr lieber Heinz-Jürgen, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ich heute mit dir sprechen darf. Sehr gerne und freue mich auch. Bevor wir auf die intellektuelle Kost übergehen und bevor wir über deine Werke diskutieren und die beschreiben, vielleicht eine kurze biografische Skizze. Mich interessiert immer, wie Leute zu ihren Forschungsschwerpunkten gekommen sind, was sie persönlich motiviert hat, wie sie schlussendlich auch dort gelandet sind. Genau, und deswegen möchte ich auch dich fragen, was hat dich persönlich bewegt zu studieren und hattest du auch während deiner Laufzeit und während deiner akademischen Karriere auch akademische Vorbilder? Also der Weg ist sicherlich ein bisschen eigenwillig, dann aber eher von dem Studium auf dem weiteren Weg hin. Studieren stand eher nicht in Frage. Es hätte irgendwas sein können, dann auch mit Ausbildung. Da war ich durchaus in der Schule immer noch so gerade auf der Kippe, dass ich eventuell nicht hätte studieren dürfen. Aber es hat dann geklappt. Insofern bin ich in Richtung Biologie gegangen. Das war auch gar nicht so festgelegt, sondern es hätte genauso auch Verkehrsökologie werden können. Das stand auch mit auf dem Zettel, aber es ist dann Biologie geworden. Und in dem Zusammenhang hat sich dann ergeben, dass ich einige Veranstaltungen auch gehört hatte, die, wo ich dachte, ach, das ist jetzt auch ein bisschen simpel, also beispielsweise in der Genetikvorlesung relativ simple Ausführungen zur Homosexualität gehört hatte, die dann auf ein Gen festgelegt wurde, beziehungsweise wir hatten auch in der Zoologie eine ganze Seminarreihe Sexualität des Menschen und es wurde von dem Dozenten aber die gesamte Zeit nur dargelegt, warum Frauen das besser können sollten und Männer das besser können sollten. Und es taucht wiederum auch nur Heterosexualität als Möglichkeit auf, obwohl es ja um die Sexualität des Menschen ging. Und das war mir dann doch ein wenig zu simpel. Und entsprechend habe ich mich dann anders auf den Weg gemacht. Also normal wäre der Weg, den ich auch eingeschlagen hatte, in Richtung Molekularbiologie gewesen. Und dann habe ich aber geguckt, wie kann man auch zu einer Fragestellung biologisches Geschlecht promovieren. Das hat sich dann nicht als ganz einfach erwiesen, gerade mit Fragestellungen. Also zunächst hatte ich relativ einfache Fragestellungen vor, also einfach am Anfang der Untersuchung mal nicht in zwei Geschlechter zu klassifizieren, sondern das vielleicht als Ergebnis der Forschung am Ende erst zu machen. Aber dafür fand sich keine Betreuung, sodass dann das Ergebnis rausgekommen ist, im Making Sex Revisited, die Dissertation, die dann in der Biologie zweitbetreut war durch Sigrid Schmitz und von der Soziologie bei Rüdiger Lautmann erst betreut war. Das ist der Weg und so setzt sich das dann nach und nach fort über noch Station in einmal eine Tätigkeit in einem lesbisch-schwulen Infoladen in Hannover, dann an der medizinischen Fakultät in Halle-Wittenberg und darüber kamen dann schon Kontakte nach Merseburg zustande, sodass ich da dann die erste Forschungsprofessur, die es überhaupt in Deutschland an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften gab, dann erhalten habe und daraus ist jetzt die Regelprofessur geworden. Sehr spannend, ja. Und akademische Vorbilder, gab es das oder Sympathien mit gewissen Intellektuellen oder Akademikern oder auch vielleicht Aktivisten? Genau, also meine Familie ist ja so ein bisschen DDR-Bezug, ist da jeweils wichtig. Gerade in der DDR hat relativ früh darauf geachtet, dass erstmal Leute aus Arbeiter- und Bauernschaft jeweils auch studieren konnten. Das haben meine Eltern, also auch gerade meine Mutter, auch gemacht, dann Mathematikerin geworden. Also ihr Vater war Bahnhofsvorsteher und also eben andere Bezüge erstmal mit drin. Und damit war im Prinzip mein
Elternhaus dann früher, als es in der BRD der Fall war oder vielleicht auch in Österreich der Fall ist, dann akademisch geprägt, sodass ich einfach meine Eltern natürlich als MathematikerInnen als Vorbilder hatte und entsprechend dann auch erstmal keinen Mathe-Leistungskurs, sondern nur einen Mathe-Grundkurs belegt habe, wie man das dann eben alles so in der Pubertät macht, wenn man sich mal kritisch mit dem Elternhaus auseinandersetzen will. Sehr spannend, ja. Genau, gehen wir über auf ganz spannende Begriffe, auch umkämpfte Begriffe, Begriffe, die teilweise polarisieren, ob sie das wollen oder nicht, und Begriffe, die aus der, vor allem jetzt wissen wir, mit dem Rechtspopulismus sehr stark auch eben unter Druck und beziehungsweise angegriffen werden. Genau. Gehen wir zunächst einmal auf eine ganz, klassische oder wichtige Unterscheidung, Differenzierung ein, und zwar Sex und Gender. Warum trifft man überhaupt so eine Differenzierung? Was will man damit bezwecken? Genau. Eigentlich das Deutsche hat ja nun gerade die Möglichkeit, das gerade gar nicht so stark zu trennen. Also da ist ja eigentlich der Vorteil, dass wir den Begriff Geschlecht übergreifend nutzen und damit auch viel besser in den Blick nehmen können, dass auch biologisches Geschlecht natürlich von Definition abhängig ist, dass man viele Faktoren in den Blick nehmen muss und dass auch biologisches Geschlecht keineswegs so einfach ist, wie häufig gedacht wird. Also das, was wir für Gender als gesellschaftliches Geschlecht, als gesellschaftliche Geschlechterrollen und verschiedene Aushandlungen, die da geführt werden können, jeweils annehmen. Das muss man auch für biologisches Geschlecht Sex übertragen und da genauso kritisch und differenziert an den Untersuchungsgegenstand rangehen. Das ist ja jetzt auch gerade ein ganz aktuelles Thema. Ich würde sagen, im Moment passiert da viel ganz Positives auch mit da drin, auch wenn man manchmal den Anschein vielleicht nicht so deutlich hat. Aber in der Biologie wird ohnehin seit einigen Jahrzehnten recht kritisch und umfassend zu biologischem Geschlecht und auch zu einem offeneren Geschlechterbegriff gearbeitet. Und mittlerweile kommen auch die biologischen Aushandlungen in einer populären Zeitschriften- und Zeitungskultur an. Und damit entsteht natürlich eine Reibung, weil in der Gesellschaft mitunter noch nicht an allen Stellen so offen gedacht wird, obwohl wir bis weit in traditionelle Kontexte hinein grundlegende Überlegungen haben. Also dieses Jahr mehr als in allen Vorjahren war ich zum Beispiel bei der katholischen Kirche vielfältig eingeladen, um gerade zu vielfältigen Geschlecht zu sprechen und eben gerade darüber nachzudenken, wie kann denn eigentlich eine gute Seelsorge für Transpersonen und für intergeschlechtliche Personen aussehen und wie kann sich ein katholischer Geschlecht Begriff weiterentwickeln. Und wenn man da wiederum historisch eigentlich rangeht, war eine Kirche immer viel weiter. Also dass wir tatsächlich so ganz eng und in Schablonen denken, das ist etwas, was erst mit einer europäischen Moderne, also eigentlich mit der Aufklärung, so deutlich anfängt. Vorher, das lässt sich gut für 1400 beispielsweise zeigen, also waren die Debatten offener und waren Menschen auch gar nicht so aufgeregt um dieses Geschlecht herum. Und trotzdem gab es eine gewisse soziale Festlegung und vielleicht da wieder eine gewisse Offenheit zu erarbeiten oder durchaus mit einer katholischen Kirche zusammenzuarbeiten, das bietet sich an. Und ich finde, da müssen wir auch mehr nachdenken. Es ist nicht etwas über vielfältiges Geschlecht und auch über sexuelle Orientierung in der Vielfalt nachzudenken. Das kommt nicht von wenigen liberal oder emanzipatorisch oder wie man so möchte, denkenden Personen, sondern tatsächlich aus einer großen und breiten gesellschaftlichen Mitte heraus. Und da ist viel positiv in Bewegung gekommen. Ja. Was ich spannend finde, ist ja, die performative Dimension von Gender ist eine ganz eigene Sache und ganz faszinierend. Ich hatte letztens, meine Freundin hat mir die Fingernägel lackiert und ich war irgendwie für ein paar Tage, wenn ich auf der Straße gehe, wenn ich einkaufen gehe, habe ich gemerkt, was das mit mir macht. Also es ist nicht nichts. Und allein wie ich mir unsicher werde, was denken denn die anderen jetzt und so. Also es sind ganz persönliche und ganz, ganz alltägliche Sachen, wo ich merke, ich performe meine Männlichkeit und die ist in gewissen Situationen,
es geht um nichts, es war lächerlich, nur Fingernägel lackieren. Und da war ich schon irgendwie ein bisschen unsicher und in meiner Männlichkeit oder in meinem Selbstbild verletzt. Das fand ich sehr faszinierend. Und Sex ist natürlich auch ganz, ganz faszinierend, dass es so viele Facetten gibt, ne? Hormone und Chromosome und was weiß ich, alles und so weiter und so fort. Und was ich auch aus Ihrem Buch herausgenommen habe, ist eben, dass dieses Wissen, dieses geschichtliche, anthropologische, teilweise auch biologische Wissen, was Geschlecht eigentlich ist, das variiert von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Kultur zu Kultur und auch eben historisch, im historischen Kontext. Und Sie beschreiben da einen geschichtlichen quasi Rahmen skizzieren Sie, indem Sie sagen, es gab einmal zum Beispiel dieses Ein-Geschlecht-Modell, das fand ich sehr faszinierend, in zum Beispiel bei den Griechen, in der griechischen Antike. Gehen wir vielleicht mal kurz auf dieses Modell ein, also das fand ich ganz faszinierend. Also was hat man damals gedacht? Also genau, also einmal diese Aufteilung Ein-Geschlechter-Modell, Zwei-Geschlechter-Modell wurde eben zentral von Thomas Laqueur und auch Claudia Honecker beschrieben und es zeigt gerade auf, dass es in der Antike eher eine Vorstellung von Vollkommenheit von Geschlecht gab, also dann der Mann als vollkommene Version des Menschen gedacht, die Frau als auch als ein Mensch, der im Prinzip zum Beispiel dieselben Genitalien beinhaltet, allerdings im Körperinneren verblieben, weil ein physiologisches Element, wenn man so möchte, was damals als wichtig angenommen wurde, nämlich Hitze, in geringerem Maße vorhanden sei und deshalb nicht nach außen gekehrt die Genitalien vorhanden wären. In so einem Modell ist zum Beispiel die Gebärmutter die Entsprechung des Hodensacks, wenn wir das jetzt heute so darstellen möchten. Und dann beschreiben sowohl Thomas Laqueur als auch Claudia Honecker einen radikalen Bruch um 1800, dass da dann radikal jetzt geschlechtliche Differenz betrachtet worden sei. Für die Antike lässt sich aber einmal auch mit so einem Eingeschlechtermodell durchaus festhalten, dass auch da Differenz gedacht wurde. Also es wird trotzdem eher eine Ähnlichkeit fokussiert, so, also deshalb vollkommene, unvollkommenere Version, aber eine Ähnlichkeit fokussiert, aber es werden auch Differenzen beschrieben. Also wenn wir beispielsweise in die Gynäkologie von Soranus sehen, dann lässt sich beispielsweise feststellen, dass dort ganz konkrete Frauenkrankheiten beschrieben werden. Also da wird schon eine Differenz konkret gemacht. Und beispielsweise in der Antike wird ein Wanderungsverhalten der Gebärmutter angenommen. Und das wird wiederum auch bei der Frau gesehen, aber nicht zum Beispiel bei dem Hodensack. Den könnte man ja genauso auch als äquivalent dann als wandernd beschreiben. Und das findet allerdings so nicht statt. Also insofern haben wir auch in der Antike eine Aushandlung zwischen Differenz und Gleichheit, die sich interessanterweise noch deutlicher bei den Samenbeiträgen zeigt. Also inwieweit haben Mann und Frau denselben Samen? Gibt es da Unterschiede, die zu beschreiben sind und Ähnliches? Da gibt es ganz unterschiedliche Positionen, die dann in Bezug auf Ein- und Zweisamenlehre beispielsweise dann nochmal aufgemacht werden können. Das wäre der nächste Aspekt. Wenn wir auf die Moderne gucken, also auf unser heutiges Verständnis, da wird dann viel ausgeführt, dass gerade eine Differenz zwischen zwei Geschlechtern zentral gesetzt worden sei. Also, dass man gerade im 19. Jahrhundert die Geschlechter als radikal different eigentlich bis in jedes, in jede Körperstruktur hinein und später auch jedes Gewebe, jede Zelle hinein, also sobald diese Denkstrukturen aufkommen, als geschlechtlich different beschrieben werden, also eigentlich bis in jede Zelle dann Ende des 19. Jahrhunderts different beschrieben werden. Da gibt es aber auch wiederum andere Ansätze. Also wir haben zum Beispiel auch in der europäischen Moderne, auch um 1800 und auch um 1900 haben wir zentrale Ansichten, die sagen, nee, das ist gar nicht so different, sondern die eher eine Ähnlichkeit wiederum fokussieren. Also wenn wir beispielsweise auf Wilhelm von Humboldt gucken, um 1800 sagt er, Weiblichkeit und Männlichkeit, er beschreibt erstmal Idealtypen und sagt dann, aber die irgendwie in der Gesellschaft auch nur aufzufinden, ist praktisch unmöglich. Also er geht schon von einer weiblich-männlich-Sein eines jeden Menschen aus.
Und um 1900 ist das eine gängige These, also dass jeder Mensch eigentlich weiblich und männlich zugleich sei. Und tatsächlich diese Radikaldifferenzsetzung, die wir heute so in manchmal in einer Vehemenz in Zeitungen ausgetragen finden, das ist etwas, was ganz neueren Datums ist, also was erst nach und nach im Laufe des 20. Jahrhunderts dann entwickelt wird. Insofern zu allen Zeiten unterschiedliche Ansätze, die miteinander im Gespräch sind. Deshalb würde ich auch einfach zu sagen, in der Antike habe es ein Eingeschlechtermodell gegeben, würde ich so nicht aussagen, sondern da muss man auch kritisch differenziert drauf gucken. Genauso kritisch, wie man auf die These in der Moderne habe es immer nur ein Zweigeschlechtermodell gegeben, genauso kritisch drauf gucken muss und eher das Nuancierte herausarbeiten muss. Und das macht ja auch wiederum an Wissenschaft dann Spaß. Ja, ja. Abgesehen von einer Neugier treibt mich zum Beispiel an, Macht- und Herrschaftsverhältnisse aufzudecken. Ich finde, jeder Wissenschaftler sollte normativ Wissenschaft betreiben. Das ist halt meine Maxime. Und ich finde, es ist dieser Wunsch, immer objektiv zu sein und immer alles von außen zu betrachten, dieses Positivistische, ist nicht mein Geschmack. Worauf ich hinaus will, ist, dass so Begriffe wie und Konzepte wie Queer und Intersektionalität genau das zum Ziel eigentlich haben, nämlich Macht und Herrschaft aufdecken. Sie sind durchaus, kann man sagen, normative Ansätze und sie beschreiben nicht nur etwas, also sie beschreiben ja keinen Zustand, sondern sie definieren ja einen prozesshaften, einen gelebten, eine Welt, die wir auch teilweise jeden Tag mitkonstruieren und performen. Und das fand ich ganz spannend bei diesen zwei Begriffen. Bevor wir auf Ihr Buch eingehen, das Sie mit Alexander Walter geschrieben haben, bevor wir auf das Buch eingehen, vielleicht definieren wir ganz kurz Intersektionalität und Queer. Genau. Ich wäre durchaus bei den Betrachtungen, also ich arbeite ja auch hier mit den Studierenden an der Hochschule zusammen und da mache ich durchaus stark, dass es wichtig ist, erstmal auch auf eine Neutralität hinzuarbeiten. Durchaus dabei natürlich auch Publikationen aus aktivistischem Kontext mit einzubeziehen, aber eine Neutralität stark zu machen, um wiederum einmal die eigenen Thesen zu prüfen, aber auch durchaus anerkannte Sichtweisen überhaupt vortragen zu können. Weil wenn Dinge jeweils als sehr politisch wahrgenommen werden, was notwendigerweise so ist, wenn man zum Beispiel aktivistisch argumentieren würde, würden sie schon aus einem wissenschaftlichen Feld, so wie es heute aufgestellt ist, herausfallen. Da sehe ich eher die Herausforderung, dass wir insgesamt ein Wissenschaftsverständnis, wie wir es in Europa haben, in Frage stellen müssen, zum Beispiel mit diesem großen Wert, den wir auf schriftliche Überlieferungen legen und zum Beispiel dann andere Wissensbestände und andere Traditionen damit gänzlich auslöschen. Also als sei jetzt das Aufgeschriebene das Bedeutsamere als gegebenenfalls das Weitererzählte. Also da eigentlich nochmal in Aushandlungen konkreter zu treten. In Bezug auf Queer, durchaus gutes Thema dann dazu. Da finde ich wichtig, dass zentral bleibt einmal ein Bewegungsgedanke, der dahinter steckt, also dass man den Aktivismusbewegung im Blick behält und gleichzeitig auch wahrnimmt, dass es um eine Kritik an starrer Identität geht, also eher um ein Auflösen von Identität. Das gerät heute häufig im Moment aus dem Blickpunkt, auch weil die jüngeren Leute manchmal vielleicht die Grundlagentexte von der Queer-Theorie noch nicht gelesen haben, aber trotzdem sehr viel den Begriff Queer verwenden und Queer dann häufig nur als Sammelbegriff für verschiedene Identitäten verwendet wird. Das würde den Begriff Queer ad absurdum führen, sondern da würde ich immer empfehlen, den Band von Anne-Maria Gose, Queer Theorie, eine Einführung zu lesen. Der ist einmal nach wie vor der beste Band dazu, also bei allen weiteren soziologischen Schriften, die immer versuchen, Judith Butler und Queer und Ähnliches zu erklären, würde ich sagen, naja, die reichen trotzdem bei Weitem nicht an diesem Band heran. Also deshalb fachlich fundiert und die Dinge, die da drin stehen, sind auch tatsächlich richtig. Also bis hin zu einer Bewegungsgeschichte, was man bei anderen Texten nicht unbedingt sagen kann. Also das vielleicht soweit zu Queer. Intersektionalität kann man sich auch ganz
unterschiedlich erstmal definieren und ansehen. Ich finde auch da wichtig, dass es wiederum einen bewegungsgeschichtlichen Hintergrund hat, also die konkreten Auseinandersetzungen um Entlassungen, die bei General Motors in den USA stattgefunden haben. Deshalb schwarze Frauen gerade von Entlassungen betroffen und sie wurden unsichtbar, weil nämlich vor Gericht das Unternehmen nachweisen konnte, dass es nicht rassistisch diskriminiert hatte, weil es hat ja die schwarzen Männer behalten und es hatte nicht sexistisch oder geschlechtlich diskriminiert, weil es hatte ja die weißen Frauen behalten. Also insofern, da konnte sich ein Unternehmen entziehen. Und deshalb kommt Kimberly Crenshaw auf diese Begriffsprägung dann dabei auch, also prägt den Begriff. Gleichzeitig muss man dabei im Blick haben, dass es keine abgesonderte Aushandlung in den USA ist, sondern dass eine schwarze deutsche Frauenbewegung beispielsweise schon lange intersektional war, bevor es den Begriff überhaupt gab. Also schon die Arbeiten da der 1980er Jahre, 1984 zum Beispiel, sind wir uns denn so fremd, oder auch 1986 natürlich als zentraler Band, gerade für weiße Personen, würde ich sagen, Pflichtlektüre von Katharina Oguntoye et al. Herausgegeben, der Band Farbe bekennen. Das finde ich, das sind ganz zentrale Punkte, die ganz zentral schon diesen intersektionalen Ausgangspunkt haben, nämlich die gleichzeitige Betroffenheit von Rassismus und Geschlechterverhältnissen in den Blickpunkt nehmen und auch wissenschaftlich exzellente Arbeiten dann jeweils darstellen. Und deshalb ärgere ich mich manchmal über Bände beispielsweise, also auch durchaus sehr gute Wissenschaftlerin, Degele und Winker, aber ich ärgere mich über den Band Intersektionalität, der als Einführungsband dort genutzt wird, weil dort so getan wird, als sei die Debatte aus den USA importiert worden. Und es werden gerade die Arbeiten aus einer schwarzen deutschen Frauenbewegung nicht aufgegriffen. Und da sehe ich einen massiven Mangel. Also, und das würde ich sagen, das ist auch ein Punkt, warum Intersektionalität im deutschsprachigen Raum nach wie vor so kritisch diskutiert wird, weil nämlich immer so getan werden kann, nein, wir haben ja hier gar keinen Rassismus, das gibt es ja nur in den USA. Also deshalb hier im deutschsprachigen Kontext werden ja häufig Begriffe wie Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit fälschlicherweise verwendet und damit eigentlich das Problem vernebelt, was eigentlich existiert. Und es werden die wiederum, es findet damit statt, dass gerade ein bewegungsgeschichtlicher Hintergrund, ein konkretes Streiten, was im deutschsprachigen Kontext stattgefunden hat, dass das unsichtbar gemacht wird. Und das finde ich daran sehr schwierig. In Bezug auf Intersektionalität würde ich sehr deutlich sagen, ist mir wichtig, dass wir konkret von Herrschaftsverhältnissen ausgehen, also nicht einfach von Diskriminierungsformen und dass wir bei den Herrschaftsverhältnissen im Blick haben, dass die Zentralen gemeint sind. Also einmal das ganze Konzept ausgehend von Rassismus entwickelt wird, was deutschsprachig gern vergessen wird, dann zu erwähnen noch. Also Rassismus zentral und verbunden mit Geschlechterverhältnissen und mit Klasse, also Klassenverhältnissen. Die drei sind eigentlich, ich sage immer so ein bisschen die heilige Dreifaltigkeit, die in Bezug auf Intersektionalität gedacht werden. Selbstverständlich kann man jetzt ein viertes mit hinzunehmen und darüber nachdenken, ist das schon in Klasse abgebildet oder nicht, nämlich Behinderung in Gesellschaft, also Körperbehinderung. Könnte man nachdenken, ist es in Klasse abgebildet oder eben nicht. Das wäre so ein vierter Punkt, den ich hinzunehmen würde. Hingegen teilweise die Ansätze, die es gibt und die ein bisschen vorauseilend in Deutschland gerade, ich kann es jetzt für Deutschland sagen, Sie müssten es vielleicht für Österreich ergänzen, in Deutschland vorauseilend gleich verquert werden, also ein bisschen fluider entwickelt werden oder ähnliches. Die würde ich hier nicht teilen, sondern ich würde sagen, wir müssen hier überhaupt erstmal in den Blick bekommen, dass wir konkret von Rassismus sprechen müssen, dass wir Herrschaftsverhältnisse konkret benennen können. Und dann können wir uns davon ausgehen, wenn wir das gemacht haben, in 20 oder 30 Jahren sind wir vielleicht auf einem Stand wie in den USA. Und dann können wir darüber nachdenken, wie wir das individueller und fluider und flüssiger gestalten können. Im Moment sind wir noch lange nicht an dem Punkt. Sehr spannende Debatte, ja. Mich hat fasziniert,
zum Beispiel das Konzept Queer Assemblages von Jasper Poir. Ich finde die Frau sehr genial. Lucy Nicholas unterrichtet in Australien, falls ich mich nicht täusche, und hat über Queer-Anarchismus geschrieben und bringt Kropotkin rein und da wird mein Herz natürlich warm. Und auch Jamie Hackett ist auch einer, den ich gerne gelesen habe. Also genau, ich meide Ansätze, die zwar Feminismus in den Mund nehmen, aber Herrschaftsverhältnisse nicht deutlich benennen, nicht in Verbindung bringen mit Rassismus und mit Klasse und mit Ausbeutung, mit Kapitalismus, nennen wir es einfach so, wie es ist. Und genau deswegen fand ich auch Ihr Werk sehr, sehr spannend. Sie haben ja mit Salih Alexander 2013 ein super spannendes Buch und ein sehr wichtiges Werk herausgebracht, nämlich Queer und Antikapitalistisch. Da ist natürlich die Frage, warum betont man extra noch antikapitalistisch, ist ja eigentlich schon im Queer drinnen, sollte es zumindest, meiner Meinung nach. Aber so viel zum Titel. Und gleich am Anfang gehen Sie auch ein auf die Quellen, das sieht man ja auch in Ihrem YouTube-Kanal. Da haben Sie einen kleinen Vortrag und beim Lesen ist mir die Stelle auch aufgefallen, wo sie gesagt haben, zum Beispiel, sie verwenden eben Quellen und Werke von People of Color und so weiter und so fort. Also sie gehen zu den Ursprüngen auch dieser Bewegung, dieser sozialen Bewegung und zu den Erfahrungen auch dieser sozialen Kämpfe zurück, um denen auch quasi eine Stimme zu geben, um auch mit denen quasi zu arbeiten. Das fand ich sehr spannend. Also genau, vielleicht setzen wir hier an. Warum macht man das? Warum zitiert man überwiegend solche Leute und was bezweckt man? Also rhetorische Frage. Auch gar nicht rhetorische Frage, sondern eigentlich um korrekt wissenschaftlich umzugehen. Nämlich im Moment findet es häufig so statt, dass Leute so tun, als hätten sie etwas selber entwickelt und dabei haben sie es woanders her geklaut. So, und da würde ich sagen, nämlich Sie haben es gerade aus einem Kontext genommen, der eher aktivistisch zugeschrieben ist, der als Bewegung zugeschrieben ist und der entsprechend nicht als zitierwürdig in einer Wissenschaft gilt. Und da finde ich nämlich gerade so ein Konzept, dann etwas nicht zu zitieren, was man aber als zentralen Ausgangspunkt eigener Ideen nimmt, das wäre unredlich und damit natürlich müssen die Personen, die Konzepte entwickelt haben und die zentral geprägt haben, immer auch benannt werden. Und das fehlt mir gerade in vielen deutschsprachigen Arbeiten. Da wird das häufig nicht gemacht, sondern da wird dann immer ein akademischer Hintergrund zitiert. Und wenn man sich das anguckt, ich kann es wieder für Deutschland sagen, welche rassistischen Ausschlüsse da eine Rolle spielen, bevor Leute überhaupt an Hochschulen kommen können. Wir haben es uns mal in Hannover angeguckt. Da haben 40% der Jugendlichen und jungen Heranwachsenden haben einen Migrationshintergrund und an den Hochschulen sind es 5%. Das bedeutet, wir haben massiven Rassismus, nämlich auf so einer strukturellen Ebene. Wer kann überhaupt ein Studium ergreifen und damit findet eben, gerade wenn Personen sich nur auf einen akademischen Kontext beziehen, wird da ein massiver Ausschluss betrieben. Also das als zentraler Punkt. Genauso wiederum der Teil ist entwickelt von Salih Alexander Wolter, der sich sehr genau in die Kämpfe um Stonewall eingearbeitet hat. Also und da zitieren wir zum Beispiel zentral Jesse Gann. Also tatsächlich auch zu gucken, wer hat denn wo die Kämpfe gemacht und so. Und da sind ein paar Dinge durchaus auf den Weg gekommen und auch im deutschsprachigen Raum aufgenommen worden, auch in einer größeren Breite in den letzten 10 Jahren, nämlich, dass heute Leute auch in Deutschland, auch im deutschsprachigen Raum wissen, dass die Kämpfe in der Christopher Street also die Stonewall-Kämpfe, dass die wiederum nicht einfach von weißen Schwulen gemacht wurden, sondern dass es Transleute of Color waren, die Kämpfe geführt haben. Also solche Dinge in den Blick zu rücken, ist wichtig und das ist aber auch mit dem Band gelungen und deshalb würde ich auch sagen, ist so ein Band Queer und Antikapitalismus wichtig und wir haben ihn extra so benannt,
Weil die Frage ja häufig aufkommt, ist denn Queer eigentlich nur eine neoliberale Weiterentwicklung? Ist denn Queer ein Abdriften von gewerkschaftlichen Kämpfen und feministischen Kämpfen, die ja immer kapitalismuskritisch gewesen seien? Nee, ist es nicht. Also Queer ist in einer engen Verbindung mit einer Kritik von Kapitalismus und wir sehen bei allen Kämpfen, also wenn wir uns Schwulenkämpfe angucken, wenn wir uns lesbisch-feministische Kämpfe angucken, wenn wir uns queere Aushandlungen angucken, wir sehen jeweils, dass sie integrierbar sind in Kapitalismus, aber dass sie auch jeweils Personen da drin auch widerständiges Potenzial entwickelt haben. Das bedeutet eigentlich, was in emanzipatorischen Aushandlungen im Moment gerne auf queer abgeladen wird, das ist jetzt so neoliberale, flexible Entwicklung in der Gesellschaft und sowas dadurch abgebildet wurden. Damit entledigt sich ein Feminismus der eigenen, des eigenen Fehlens an Kritik an den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen. Nämlich das findet in Feminismus nicht mehr statt. Und deshalb ist queer wiederum auch wichtig und da muss das genauso reflektiert werden. Aber zum Beispiel Personen wie Roswitha Scholz oder Tove Soylent beispielsweise, die vernachlässigen, dass eigentlich in ihrem Modell von Feminismus keine Kapitalismuskritik mehr ausreichend abgebildet ist, sondern dass sie alles, was sie kritisch sehen im Moment an einer Gesellschaft, auf queer auslagern und sagen, naja, damit hat der Kapitalismus gesiegt, ist natürlich Unsinn, aber man muss es eben jeweils aushandeln und dafür finden ja auch solche YouTube-Videos statt. Ja, sehr gut, ja, das stimmt. Genau, das ist eben so eine alte Streitdebatte zwischen liberale Feministinnen, zwischen Marxistinnen und zwischen eben queeren Ansätzen und Vertreterinnen queerer Theorien, dass eben, was ich so sehe, ist da ist jetzt die Frage, hat man Prioritäten in den sozialen Kämpfen? Hat eine gewisse soziale Unterdrückung oder Diskriminierung eine Priorität über eine andere? Also ist es jetzt viel schlimmer, wenn ich, was weiß ich, sozial-ökonomisch ausgebeutet werde oder aufgrund meiner sexuellen Identität oder aufgrund meines Geschlechts exkludiert werde aus der Gemeinschaft oder Wahlrecht daran gekoppelt ist. Und das ist eben so eine ganz spannende und eine streitige Frage. Klassische orthodoxe Marxisten würden sagen, nein, zuerst der Klassenkampf und dann befreien wir schon die Frauen und dann die Männer und dann die Queeren und dann die Tiere. Also da merkt man schon, die gehen von einem ökonomischen Verständnis aus. Und da beißt sich manchmal auch in progressiven linken Kreisen, da beißen sich manchmal die Leute und ja, genau. Aber da sind wir ja durchaus mittlerweile in einer Debatte zumindest ein Stück weit weiter. Also in dem Band Queer und Antikapitalismus machen wir es ja in Bezugnahme auf Gayatri Chakravorty Spivak, eben deutlich zu machen, naja, vielleicht hat so ein altmodischer Marxismus durchaus einen gewissen Reiz, obwohl sie sich eher wahrscheinlich, also obwohl sie auch häufig eher postmodern vielleicht auch eingeordnet werden würde. Was wichtig ist, überhaupt zu verstehen, auch im Kontext eines Feminismus zum Beispiel zu verstehen, ist die Frage globaler Norden, globaler Süden überhaupt in den Blick zu nehmen. Also, dass so ein Video entstehen kann mit entsprechender Technik beispielsweise, baut erstmal auf Erzen auf, die irgendwo geschürft werden müssen, auf technischen Geräten, die irgendwo zusammengebaut werden müssen. Dass eine Reproduktionsarbeit, also eine Sorgearbeit im globalen Norden, in Österreich oder in Deutschland stattfinden kann, zum Beispiel nur solche Dinge wie Smartphones, die man kurz hochhalten kann, die Dinge müssen erstmal irgendwo zusammengebaut werden. Und das bedeutet, ganz viel der Reproduktionsarbeit, der Sorgearbeit im globalen Norden wird eigentlich durch Personen im globalen Süden geleistet. Nämlich, wo kommt denn der Geschirrspüler am Ende her, erstmal in Bezug auf die Baustoffe und die Teile daran. Also deshalb das zusammenzudenken. Und dann kommt man nämlich auch von zentralen Fragen wie Geschlecht beispielsweise oder von einer rassistischen Unterscheidung von Menschen, kommt man immer bei einem Kapitalismus an und bei einer ökonomischen Ausbeutung. Und das widerspricht sich nicht, sondern es hängt jeweils miteinander zusammen und man muss es so betrachten. Wenn wir an den Punkt kommen würden,
dass zum Beispiel, ich greife ein Land heraus, wo viele Textilien herkommen, beispielsweise Bangladesch, auch ein Mindestlohn wie in Österreich oder in Deutschland gezahlt werden würde, dann würden sich viele Personen die Kleidung hierzulande nicht mehr leisten können oder müssten sehr sparsam damit umgehen, um sich zwei Hemden zu leisten, weil dann eben zum Beispiel ein Hemd irgendwie 500 Euro umgerechnet dann kosten würde. Also das wären letztendlich die Verhältnisse, die sich ergeben würden. Und daraus wird eigentlich deutlich, was ist denn eigentlich die massive Ungleichbehandlung, die durch einen Rassismus beispielsweise produziert wird. Also mit welcher Begründung ist eigentlich eine Arbeitsstunde in Deutschland so viel mehr wert als eine Arbeitsstunde in Bangladesch? Warum ist sie hier 12 Euro beispielsweise als Mindestlohn zumindest wert? Warum ist sie vielleicht in Bangladesch 50 Cent wert? Also was ist das für eine Unterscheidung? Und da muss man rangehen, da gibt es auch gute Texte, also Sami Amin hat sich das aus einer Perspektive des globalen Südens angeguckt, Gayatri Chakravorty Spivak hat sich eben angeguckt, wie die indischen Frauen mundtot gemacht werden durch einen westlichen Feminismus, also auch das gehört zu einem Feminismus, so eine Aushandlung mit dazu, und genauso muss man sich die Verwobenheit von Queer angucken und von Geschlechterverhältnissen, also natürlich hier in relativ also in behüteten eigenen vier Wänden lässt sich natürlich ganz angenehm queer in Gruppe ficken oder so. Also da kann man ganz viele queere Varianten von Sex jeweils erleben. Wenn man in zum Beispiel in Regionen Chinas in einem großen Werk dann arbeitet und in einer Turnhalle mit 300 Leuten übernachtet, dann hat man da schon wesentlich weniger Möglichkeiten. Also wir sehen auch, wie die konkreten Produktionsverhältnisse sich jeweils wiederum auf die geschlechtlichen und sexuellen Verhältnisse auswirken. Also, dass es eine Landflucht gibt und einen Stadtzuzug gibt, dass die Kinder nicht bei den Eltern sind beispielsweise oder in welchen Konstellationen das auch immer organisiert wird, sondern bei Großeltern zurückgelassen werden in der Zeit, während die anderen Personen im erwerbsfähigen oder wie auch immer Alter dann arbeiten, erwerbstätig sind. Das spielt alles zusammen und deshalb lässt sich das so nicht trennen. Und ich glaube schon, die Frage danach, was ist zuerst, ist eine Schwierigkeit dabei, sondern wir sollten die Verwobenheit der Herrschaftsverhältnisse in den Blick nehmen und darüber nachdenken, wie kann eine gerechte Gesellschaft aussehen. Und da kommen wir notwendig dabei an, dass es natürlich eine nicht kapitalistische Gesellschaft sein muss. Wir sehen im Moment die extremen Auswirkungen, die sich ja durch kriegerische Auseinandersetzungen zeigen, durch die ansteigende Energiepreise, die Leute in enorme finanzielle Nöte auch wiederum auch im globalen Norden dann drängen. Also insofern, wir sehen eigentlich, wie unproduktiv eine solche Wirtschaftsordnung ist und wie abhängig sie von Variablen ist, wie zum Beispiel den Bezug von billigen Rohstoffen aus Regionen anderswo in der Welt, die dann allerdings dazu genutzt werden, dass zum Beispiel in Deutschland, aber in Österreich nicht weniger, in enormem Maße CO2 produziert wird und eigentlich die gesamte Erde vergiftet wird. Also in solchen Dingen zu denken und das zusammenzudenken wäre wichtig und damit auch die Überausbeutung des globalen Südens und von Rohstoffländern durch einen globalen Norden auch in den Blick zu nehmen. Und da würde ich sagen, im Moment gerade durch die Klimazuspitzung, Aushandlung, spitzen sich auch, Sie hatten es vorhin angedeutet, gerade im Friedensbezug, den Sie auch am Institut mit haben, da spitzen sich jeweils dann auch die Aushandlungen jetzt aktuell massiv zu, wiederum mit Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse. Also, dass wir in dem Konflikt Russland und Ukraine überhaupt nicht über Deserteure nachdenken, das überhaupt gar nicht in den Blick kommt, dass natürlich auch Menschen in der Ukraine das Recht haben müssen zu desertieren, dass sie dann Aufnahme finden müssen, dass sowas auf einmal gar nicht im Blick ist, sondern alle davon ausgehen, jetzt auf einmal, weil ein Krieg geführt wird, Russland natürlich Überfall auf die Ukraine, aber weil ein Krieg geführt wird, ist auf einmal jede Handlung gerecht und die Männer müssen traditionell diese Rolle erfüllen und die Frauen, die müssen natürlich mit den Kindern fliehen und diese Rolle erfüllen und sowas. Also wie schon allein solche Aushandlungen dann wieder auf Geschlechterverhältnisse und auf sexuelle Verhältnisse rückwirken, finde ich aktuell hochinteressant und ich hätte es mir aber auch
in dieser Intensität und in dieser Kürze der Zeit so nicht vorstellen können, wie wenig eine Reflexion stattfinden kann aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten heraus. Ja, erschreckend. Da bin ich absolut Ihrer Meinung, ja. Was ich mich auch frage, und Sie haben das im Buch auch deutlich beschrieben, das ist auch eine sehr linke Debatte, wo auch die Geister streiten. Sie haben das auch im Video sogar zitiert, und das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Das ist wahrlich eine zentrale Stelle. Es geht um Privilegien. Ich werde das jetzt nochmal zitieren, und zwar es geht um folgenden Satz bzw. Passage. Doch auch als alternativer weißer Queer bleiben wir selbst dann, wenn wir prekarisiert sein sollten, Privilegierte einer neokolonialen Ordnung in gewordenen Herrschaftsverhältnissen eingebunden, die uns, ob gewollt oder nicht, zu Komplizinnen beim fortgesetzten Weltmachen des globalen Kapitalismus werden lassen können. Also genau das ist sehr zentral, weil genau dieses gewollt oder nicht gewollt, patriarchale Dividende, spricht der Birgit Sauer zum Beispiel, dass man unabsichtlich oder absichtlich halt davon profitiert, Mann zu sein, weiß zu sein, etc., globaler Norden, globaler Süden. Wir kennen diese neokolonialen Verhältnisse, Schürfrechte, Ressourcenextraktivismus, ungleicher Tausch und so weiter und so fort. Wir wissen darum. Und genau das ist halt ein zentraler Problem, also eine zentrale Stelle, die zum Nachdenken verleitet. Ich sehe zwei Debattenstränge sozusagen, oder vielleicht, natürlich gibt es mehrere, aber ich sehe halt zwei. Eine sehe ich leider als eher negativ und eher destruktiv. Die ist sozusagen, und das habe ich auch mit einer Freundin damals durchdiskutiert, darf ich dann als weißer Mann überhaupt so ein Interview führen, wo es ja nicht um meine Sexualität geht, wo wir auch über Frauen und andere, weil ich habe zum Beispiel als weißer Mann noch nie die Erfahrung von Diskriminierung erlebt, so wie es ein People of Color zum Beispiel eben erleiden müssen. Darf ich jetzt nicht über solche Themen reden? Oder darf ich zum Beispiel jetzt nicht so ein Interview führen, weil wir technische Geräte nutzen, die wiederum Lithium oder seltene Metalle enthalten, die wiederum aus dem globalen Süden, vielleicht sogar Kinderarbeit, bla bla bla. Das ist eben so ein Debattenstrang, der ein bisschen mühsam zu führen ist, aus dem Grund, weil dann, also wo ist das emanzipatorische Potenzial solch einer Debatte und wo ist die Selbstermächtigung, wo bleibt mein Selbstbewusstsein, dass das deprimiert ein bisschen. Andererseits wiederum finde ich, es ist wichtig, den wunden Punkt zu zeigen. Andererseits finde ich es wichtig zu zeigen, hinter jedem Produkt, hinter diesem Bildschirm, auf den ich gerade dich sehe, zum Beispiel steckt Macht und Herrschaft drinnen. Das ist eingebettet in einem kolonialen, neokolonialen System. Also ich sehe beide Positionen, ich verstehe beide Positionen. Und ja, genau, vielleicht kannst du mir kurz raushelfen aus diesem... Vielleicht aber auch gar nicht so sehr. Aber einmal tatsächlich so wunderschön auf den Punkt gebracht hat, dass Sali Alexander wollte. Also insofern wäre er vielleicht sogar der bessere Ansprechpartner an der Stelle. Aber ich denke, ich kann es ganz gut beantworten. Also dieses Reflektieren von Rassismus, Geschlechterverhältnissen, Klassenverhältnissen in der Gesellschaft, das ist ja nicht dazu da, um Menschen jeweils ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern die Selbstreflexion ist eigentlich immer erforderlich, um vorankommen zu können, also um zu verstehen, wie die Welt funktioniert, wie letztendlich auch kapitalistisches Wirtschaften funktioniert, wie Herrschaftsverhältnisse zusammenspielen. Und damit gerade die Reflexion ist bedeutsam und damit dann das Richtige zu tun. Und das Richtige kann eben beispielsweise sein, tatsächlich Personen, die eher marginalisierter sind, dann zum Beispiel eher eine Stimme zu verleihen. Also, dass man, auch wenn man nicht Punkte nicht vollständig teilt, das Megafon von Personen beispielsweise wird und da guckt, was kann ich denn umsetzen, trotzdem natürlich dabei auch Dinge reflektieren kann. Also man muss auch nicht alles dabei jeweils aussagen und unterstützen, aber tatsächlich dieses reflektierte Umgehen ist notwendig. Jetzt ein Zurück aus technischer Entwicklung wäre natürlich Unsinn, würde auch wiederum Marx'scher Theoriebildung dann widersprechen, nämlich da geht es ja gerade darum, über eine Entwicklung dabei zu sagen, daraus lässt sich dann möglicherweise auch eine aktuelle, gerechtere Gesellschaft entwickeln. Und im Moment das Potenzial aktuell
aus den größeren gesellschaftlichen Krisen ist ja auch, dass durchaus deutlich wird, dass diese Krisen vorhanden sind. Und dass man eben eigentlich daran arbeiten muss, dass möglichst eben keine Waffen vorhanden sind oder dass die kaputt gemacht werden in einem geeigneten Maße, so dass die Leute sich dazu nicht die Köpfe einschlagen, sondern tatsächlich eher eine gerechte Gesellschaftsordnung durchgesetzt wird und eben nicht zum Beispiel dann verschiedene Stellvertreterkriege in verschiedenen Regionen der Erde zwischen irgendwelchen Großmächten geführt werden, die eigentlich auf irgendwelche anderen Dinge eventuell dann hin weisen können, wie wir es zum Beispiel in Afghanistan erlebt hatten oder jetzt aktuell in Syrien erleben. Das sind ja konkrete Bezugspunkte dabei. Und insofern Reflexion wichtig und ich denke gerade an vielen Stellen sind wir bei einer Reflexion noch lange nicht weit genug gekommen, nämlich gerade dann, wenn es an ein Stück weit an, wieder, ja, vielleicht an Punkte kommt, die auch ans Eingemachte gehen können, dann ziehen sich auch Leute, die in einem christlichen und christlich-atheistischen Kontext sozialisiert wurden, gern wieder auf ihre Position zurück und nehmen zum Beispiel nicht mehr jüdische oder jüdisch-atheistische oder muslimische und muslimisch-atheistische Position in irgendeiner Weise wahr. Ich will nur daran erinnern, im Jahr 2012, die massive und rassistisch und antisemitisch aufgeladene Vorhautbeschneidungsdebatte, die massiv in Deutschland geführt wurde, aber auch mit Auswirkungen auf andere Länder geführt wurde und wo gerade in linken emanzipatorischen Kontexten tatsächlich die Solidarität mit jüdischen und jüdisch-atheistischen, muslimischen, muslimisch-atheistischen Personen keineswegs mehr klar war. Also die einzige Partei, die tatsächlich zentral gegen das vernünftige Gesetz der Bundesregierung in Deutschland gestimmt hat, war die Partei Die Linke. Die nächste Partei, die sehr gespalten an der Stelle war, waren die Grünen. Also tatsächlich, da haben wir gerade an so einer, an den Stellen zeigt sich, dass in emanzipatorischen Kontexten, in weißdominierten Kontexten Dinge noch nicht verstanden sind, gerade das Zusammenwirken von Herrschaftsverhältnissen nicht verstanden ist, dass schon gar nicht verstanden ist. Ich habe jetzt ganz selbstverständlich zum Beispiel christlich und christlich-atheistisch aneinander gefügt, nämlich mit Blick darauf, dass auch atheistische Positionen in Mitteleuropa, in Deutschland, aber auch in Österreich ganz zentral durch christliche Dinge geprägt sind. Zum Beispiel so eine absurde Unterscheidung zwischen Körper und Geist, die häufig eine Rolle spielt, wo wir ganze Körpersoziologie, Hugo Zur beispielsweise, aufmachen können und in der Soziologie ganz viel darüber diskutieren können, als hätte es nie irgendwelche materialistischen Sichtweisen gegeben. Und materialistisch meine ich jetzt nicht anfassbare, sondern Sichtweisen, sondern die versuchen gerade diese Trennung nicht aufzumachen, sondern die tatsächlich aus einer ökonomischen Perspektive, eigentlich aus einer marxistischen Perspektive her argumentieren. Die Dinge sind zu wenig bekannt und leider schlittern wir an den etwas schwierigen Fragen dann ganz schnell in der Gesellschaft wirklich ganz weit nach rechts und bedrohen alle Marginalisierten in der Gesellschaft. Und da sehe ich tatsächlich die Gefahr. Deshalb würde ich auch sagen, es ist jetzt für Deutschland gesprochen, eine potenziell faschistische Entwicklung ist durchaus näher, weil sie auch durchaus in linken emanzipatorischen Kontexten angelegt ist. Sie ist durchaus wahrscheinlicher als eine emanzipatorische Entwicklung hin zu einer gerechten Gesellschaft. Deshalb wäre mein starkes Arbeiten dafür, dass es in Deutschland keine starke Armee auf jeden Fall gibt, dass es gute demokratische Strukturen gibt und dass im Zweifel tatsächlich eher ein guter traditioneller Konservativismus ein ausgewogenes Maß hält, als dass es zum Beispiel im Moment Bündnis 90 die Grünen oder die Linken wären. Ja, ich verstehe. Wohlwissend, dass selbstverständlich natürlich emanzipatorische Ansätze von Linken und Grünen und auch punktuell SPD vorangetrieben werden. Also selbstverständlich ist an einer CDU, wie sie von Merz geprägt wird, beispielsweise sehr viel Kritikwürdiges und Ähnliches. Und
ist tatsächlich, kann man vielleicht mit Dostojewski dann gehen, zu sagen, naja, im Zweifel, wenn tatsächlich der Faschismus droht zu gewinnen, dann gilt es darum, dass das gesamte bürgerlich-demokratische irgendwie Lager zusammenhält. Und dann ist es auch an der Zeit, tatsächlich im Zweifel auch gerade Konservative dann zu unterstützen. Im Moment ist es nicht so zugespitzt in noch nicht vielleicht auch, also es, im Moment ist es nicht so zugespitzt in Deutschland. In Frankreich haben wir es mehr auf der Kippe. In Italien ebenso jetzt gerade. Wir haben problematische in Entwicklung in Skandinavien teilweise. Wir haben problematische ohnehin Volksabstimmungen dann in der Schweiz, denn jeweils auch in Österreich gab es ausreichend schwierige Entwicklungen, gerade für Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Und da muss man, glaube ich, sehr genau aufpassen. Absolut, ja. Ja, sehr, sehr spannende Gedanken und ich kann es mir nicht verkneifen, auch einen Kommentar zu geben, und zwar bezüglich des öffentlichen Diskurses bzw. Narrativs, das gemacht wird, sehe ich ja auch eine gewisse Gender-Dimension und aus einer emanzipatorischen Perspektive sehr problematisch. Ich habe zum Beispiel vor kurzem ein sehr spannendes Gespräch geführt mit einer anarchistischen Mediengruppe quasi aus Kharkiv, aus Ukraine, und dort wurde mir auch berichtet, dass zum Beispiel Anarchisten, Black Flag zum Beispiel, kämpft innerhalb der ukrainischen Armee, was für mich als Anarchist also absurd ist, also keine Ahnung. Und es gibt ja auch ein Queer-Bataillon, zumindest wurde das ja so propagiert und so weiter. Das bedeutet, wir sehen, dass, und da ist es natürlich schwierig, ein Urteil zu sagen. Ich kann es ja nur aus einer theoretischen Perspektive beleuchten, weil ich ja nicht involviert bin. Die Frage ist halt, ist das wieder so ein Spiel mit dem kleineren Übel? Aber der Gedanke von Anarchismus oder der Gedanke auch von Queer ist doch, diese maskuline, diese militärische, diese gewaltvolle Logik zu durchbrechen und nicht Krieg mit Krieg zu beantworten. Also vielleicht bin ich da zu pazifistisch, aber das geht nicht in meinen Kopf rein, wie das funktionieren soll. Und ich habe vor ein paar Tagen auch kürzlich die Urväter und Urgroßmütter quasi der kritischen Friedensforschung gelesen. Und Ulrike Wasmuth zum Beispiel hat gemeint, man muss mit einer Friedenslogik arbeiten. Man muss diese Spaltung auch zwischen Staat und Bevölkerung immer, die sehr oft verwischt wird. Selinski und seine politische Führung ist ja nicht Ukraine, oder Putin ist ja nicht gleich Russland. Das muss man doch immer trennen und unterscheiden. Das sind ja ganz andere Interessenslager. Ein ganz gewöhnlicher ukrainischer Bauer hat viel mehr zu tun mit einem russischen Bauer oder Arbeiter als mit irgendwelchen elitären Schnösel aus St. Petersburg. Also und das sind halt so die Dinge. Und Ekkehard Krippendorf, auch ein genialer Theoretiker der kritischen Friedensforschung, und er hat auch gemeint, man muss den Frieden vom Frieden her denken und die Logik durchbrechen, die dieses Maskuline perpetuiert. Und faszinierend, dass schon in den 90er Jahren, obwohl sie mit Feminismus nichts zu tun hatten, schon die Rolle der Frau und eben Maskulinität in den Blick nehmen. Also ganz spannend, dass die feministischer waren als die Friedensforscher heute. Aber gut, ein anderes Thema. Ich mache die Klammer jetzt wieder zu. Ja, aber die Klammer ist ja durchaus berechtigt. Also es gibt ja verschiedene Ansätze auch für aus einem Feminismus heraus für einen Widerstand gegen einen Aggressor. Also natürlich ist Russland und Putin ein Aggressor gegen die Ukraine und versucht dort einmal Regionen anzueignen, aber wiederum Menschen auch Lebensrecht zu nehmen und bringt Menschen um. Und gleichzeitig ist dann die Frage, hilft es an der Stelle dann tatsächlich ganz viele Menschenleben in Gefahr zu bringen, indem man immer mehr Waffen dagegen stellt, was am Ende dazu führt, dass immer mehr Menschen sterben und am Ende ein halbes Land zerstört ist? Oder könnten Ansätze von anderen Widerstandsformen da sinnvoller sein, eben die im Feminismus entwickelt wurden, also vor Ort zivilen Widerstand zu leisten und damit eben das Durchregieren eines Aggressors unmöglich zu machen und eben zum Beispiel rechtzeitig, also nicht irgendwie, wenn gerade ein Einmarsch erfolgt, zu reagieren, sondern die ganzen Konflikte, die bauen sich auf. Also es muss frühzeitig reagiert werden und eben mit entsprechenden, eigentlich
Stärken eines zivilen Miteinanders. Und da sehen wir aus meiner Sicht ein Problem durchaus bei zahlreichen der Länder. Und das zeigt sich jetzt auch in dem Konflikt Russland gegen Ukraine, dass da zwei Männer jeweils dann im Prinzip die Richtung zentral angeben wollen und eben gerade nicht irgendwie eine zivile gesellschaftliche Entscheidung getroffen wird, die vielleicht dann heterogener aufgestellt ist, die vielleicht Frauen potenziell anders agieren würden, was natürlich auch nicht so sein muss, aber was zumindest ein anderes Bild aufmacht. Also hier ist sozusagen die Aushandlung schon auch dadurch geprägt, dass zwei Männer ganz konkret aufeinander prallen. Und eventuell wären andere Konfliktlösungen möglich, wenn diese zwei einfach weg wären und tatsächlich auf einer anderen Ebene erstmal hier verhandelt werden würden. Wir haben ja im Moment die Situation konkret, wie sie ist. Wir hätten tatsächlich insgesamt als Weltgesellschaft, dafür müssten die Vereinten Nationen gestärkt werden und dürften nicht immer am ausgestreckten Arm verhungern lassen werden. Also deshalb viel früher müsste an solchen Stellen interveniert werden. Also nicht militärisch, sondern tatsächlich zu einem Ausgleich verschiedener Interessen, zu einer Zusammenarbeit, zu einem Offensein von Grenzen, also dass tatsächlich auch nicht so stark ein Gegeneinander in irgendeiner Weise aufgebaut wird. Ähnlich oder noch viel mehr haben wir ja dieses Aufziehen von Grenzen und eine Spaltung der Interessen an den Außengrenzen der Europäischen Union, was im Moment gerade untergeht, also worüber ja kaum berichtet wird, aber wo ja in großem Maße massiv Gewalt stattfindet und diese riesenhaften Mauern, die aufgebaut werden, überall jetzt, dass man das gar nicht in ein Verhältnis stellt zu der deutsch-deutschen Grenze, wo auch eine Mauer stand und da war sie als problematisch angesehen, sehr zu Recht. Und jetzt werden aber überall neue Mauern aufgezogen. Also was bedeutet das eigentlich? Warum wird das nicht kritisch diskutiert? Wie könnte man demokratisch rankommen? Und wie kann man da die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, die jeweils in den Regionen bestehen, also dass zum Beispiel in Polen 1932 schon die Strafbarkeit von Homosexualität abgeschafft wurde und ähnliches, wie kann man sowas sehen? Also was kann Deutschland von Polen lernen beispielsweise viel mehr? Wo war das alles jeweils weiter? Und es wird häufig verklausuliert durch, ich kann es jetzt wieder aus deutscher Richtung sagen, von einer deutschen Brille dann zu sagen, naja, wir müssen da die Emanzipation hinbringen und dieses und jenes jeweils machen. Erstmal zu gucken, was kann man eigentlich umgekehrt lernen? Wie kommen Menschen miteinander in Kontakt? Wie können kleine Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden und ähnliche Dinge? Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall der Weg zum Frieden. Und genau deswegen ist ja auch Wippra aus einer queer-anarchistischen Perspektive für Frieden. Also breit mit nicht nur Frieden als Abwesenheit von Krieg, sondern Frieden als soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und so weiter und Bekämpfung von Formen der Diskriminierung, Rassismus etc. Also das gehört alles natürlich zum Friedensbegriff dazu, was natürlich breit ist und den Kampf dann fast bis ins Unendliche ausdehnt, aber so ist das menschliche Dasein. Wir sind antagonistische Wesen und damit muss man halt leben. genau. Bleiben wir genau auch bei diesem Punkt. Und zwar gehen wir über zu einer sehr hoch philosophischen Frage. Es geht um das Subjekt. Was ich mich halt immer gefragt habe, und auch hier bin ich ein bisschen zwiegespalten, mir nicht sicher, aus einer queer-anarchistischen Perspektive bin ich gegen Konstruktionen von Identität. Das Problem ist halt, ganz ohne Identität geht es auch nicht. Man muss sich ja auch irgendwo positionieren in dieser Gesellschaft. Deswegen ist es schwierig. Aber von welchem Subjekt reden wir? Weil wir haben ja gerade vorhin mit diesem Zitat versucht zu dekonstruieren ein bisschen, dass Subjekte teilweise abhängig sind von der Gesellschaft. Wie Butler sagt, du wirst ja mit der Gesellschaft konstruiert, aber bist gleichzeitig dieser unterworfen. Also so ein kleines Paradox. Und genau von diesem Subjekt, das quasi, also wenn man Klasse hernimmt zum Beispiel, wer ist denn der Arbeiter? Ein deutscher Arbeiter hat ja herzlich wenig zu tun mit einem, keine Ahnung, in einer Mine in Chile, der angestellt ist, in einer Mine in Chile zu tun. Das bedeutet, natürlich sieht man Gemeinsamkeiten, aber auf einer strukturellen Nord-Süd-Dimension zum Beispiel sieht man doch große Unterschiede. Von welchem Subjekt ist dann auch die Rede, wenn man zum Beispiel von einer Frau sagt? Wer ist denn diese Frau?
nutzt es. Ich hatte jetzt am Vormittag ein sehr spannendes Interview mit Sumita Basu. Und da habe ich eben genau eine ähnliche Frage gestellt. Nutzt es, wenn Hillary Clinton und Margaret Thatcher zum Beispiel Frauen sind und an der Macht, haben wir deswegen eine bessere Gesellschaft? Von welchem Subjekt Frau und warum soll sie gerade die Frauen an sich repräsentieren? Also hier haben wir ein zentrales Problem, das nur der Anarchismus tackelt, meiner Meinung nach. Das ist die Frage der Repräsentation. So, jetzt habe ich lang genug gesprochen, aber gehen wir mal auf diese konkrete Frage ein, die mich quält, und zwar auch, wie kann man vielleicht mit Spivak, mit strategischem Essentialismus arbeiten? Wo sind dann die Nachteile? Wo driften wir dann Richtung Identitätspolitik? Und wie kann sich dieses Subjekt selber befreien, ohne in starre Identitäten zu geraten und ja, diesen Essentialismus teilweise wieder zu reproduzieren? Also ja, sehr breites Feld. Aber deshalb, ich denke, es ist erstmal relativ wichtig, überhaupt in den Blick zu nehmen, dass ein Subjekt nicht einfach autonom irgendwie agieren kann. Das ist ja manchmal das Missverständnis. Ich bin jetzt so ganz individuell und ich betrachte mich als Subjekt. Und da in den Blick zu nehmen, nee, man kann den Bezug aufmachen zu Subject, also unterworfen sein. Das bedeutet, als Subjekt wird man in eine herrschaftliche Ordnung eingeführt, nämlich über die ganzen Disziplinierungsinstanzen, insbesondere die Schule. Also tatsächlich erstmal die Schule gar nicht nur als Bildungseinrichtung zu sehen, sondern auch, wo Menschen abgeschliffen werden, wo Normen eingeschliffen werden oder eben auch gewaltvoll in die Menschen gebracht werden. Also tatsächlich Subjekt erstmal als das geformte, in einer Herrschaft funktionierende menschliche Leben erstmal so anzusehen. Und dann kann man daraus nämlich wieder gucken, wie kann denn da eine Handlungsfähigkeit entstehen? Selbstverständlich gibt es immer autonome Bezüge da drin, dass Menschen eine eigene psychologische Entwicklung haben. War jetzt schon an psychosexueller Entwicklung, das sind sonst eben die Schwerpunktfelder, an denen ich dran bin, aber dass sie natürlich einen eigenen Entwicklungsweg haben mit Erfahrungen, die sie machen, in einem großen gesellschaftlichen Kontext, der einen Rahmen gibt und damit auch Möglichkeiten begrenzt und beschränkt, aber natürlich auch eine gewisse Möglichkeit eröffnet, dass tatsächlich auch autonomes, widerständiges Handeln stattfinden kann. Also insofern, man kommt auch aus dem Dilemma nicht raus, weil sozusagen der große Rahmen natürlich ein Stück weit geprägt ist erstmal. Und darin dann zu gucken, wie kann denn eine Solidarität aussehen? Wie können Menschen gemeinsame Interessen eigentlich erkennen? Wie können sie gemeinsam streiten? Wie erkennt die arbeitslose Akademikerin an der Wohnungstür, dass sie eigentlich die gleiche Klassenposition hat wie die Paketbotin, die gerade geklingelt hat? So, also warum fühlt sich selbst in einem arbeitslosen Status die Akademikerin noch als etwas Besseres dann häufig an so einer Stelle? Also solche Fragen überhaupt in den Blick zu werfen und dann zu gucken, wie kommen wir eigentlich auf eine Ebene des möglichen gemeinsamen Handelns und dann durchaus wieder immer in Frage zu stellen, was setzen wir eigentlich da als Prämissen zentral? Wie durchziehen auch Herrschaftsverhältnisse wiederum unser gemeinsames Handeln? Also für eine schwarze, queere Person in einer queeren oder auch lesbisch-schwulen Begegnungsstätte ist es eben ein schwierigeres Aushandeln, nämlich sie muss relativ häufig auch erstmal den Rassismus oder Antisemitismus der übrigen Personen ertragen und das aushalten, dann vielleicht mit den Leuten diskutieren, die sagen dann nein, ich habe es ja gar nicht so gemeint und ähnliche Dinge. Also, was alles auch ganz richtig ist, nur es ist gefahrvoll für die Person und es ist eine Herausforderung, es ist ein besonderer Arbeitsaufwand, der dann damit verbunden ist. Und das zu reflektieren, deshalb ist es, wenn wir auf die eine Frage zurückkommen, deshalb ist es zum Beispiel wichtig, dass sich auch weiße Cis-Männer natürlich reflektieren, weil sie dann auch durchaus in solchen Gruppen eben nicht zu den massiv gewaltförmigen Potenzial gehören, das da jeweils drinsteckt. Und dieses Reflektieren ist aber auch nicht abgeschlossen. Also sozusagen das, was ich mache, auch in Büchern, auch mit Freunden, Freundinnen,
an den unterschiedlichen Stellen, ist natürlich das Arbeiten auch in einem Austausch gerade an eigenen Rassismus, eigenen Antisemitismus, eigenen zweigeschlechtlich-sexistischen Vorstellungen, die da sind, nämlich gerade da, wo ich sie noch nicht reflektiert habe. Und das ist das Nötige. Und damit kann erstmal punktuell ein gemeinsames Handeln entstehen und es kann aber auch an den einzelnen Stellen wieder aufgelöst werden, zum Beispiel wenn bei Gentrifizierung zum Beispiel das gemeinsame Ziel erreicht ist, dass im Bereich kommunalisiert wurde oder ähnliche Dinge mit. Ja, absolut. Sie haben einen Punkt genannt, wo ich mich wieder an eine Debatte erinnere, wo ich mir auch nicht sicher bin, diese Unterscheidung Kultur und Natur, und Sie kommen ja auch aus der Biologie, und ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Bekannten, die hat Pferde, die besitzt zwei Pferde, und das eine war männlich, und wie es jung war, noch mit Testosteron und ganz aggressiv und wild und hat auch den Trieb stark gehabt, und genau, und nachdem man quasi seine, wie soll ich jetzt sagen, ja, biologisch quasi ihm das weggenommen hat, war er viel ruhiger und sanftmütiger. Und also ich will jetzt nicht biologistisch argumentieren. Ich will auch nicht den Link zum Menschen, weil der Mensch ist viel komplexer, und die Natur und Kultur, diese Trennlinie ist ja sowieso auch zu kritisieren. Wir wissen ja nicht, wo fängt das eine an, das andere auf, aber kommt diese, weil wir auch über Krieg geredet haben und die ganze Aggressivität. Viele verbinden das ja mit Männlichkeit. Also zum Beispiel Abdullah Öcalan mit seinem Feminismus, radikaler Variante. Er hat ja auch dieses Genealogie mitentwickelt, die Wissenschaft der Frauen so. Plädiert er ja auch für die quasi Tötung der Männlichkeit, also Auslöschung der Männlichkeit. Auch da wiederum frage ich mich, von welchem Mann wird ausgegangen, von welchem Ausgangspunkt und warum besteht diese Aggressivität? Zumindest in dieser Varianten von diesen Denkern, warum sieht man die im Mann und in der Frau nicht? Geht man da nicht wieder von einem Essentialismus aus? Oder wenn nein, was, also ja. Ja, also einmal erstmal die Vorstellung und diese Verbindung zu Testosteron sind, muss man sich auch genauer angucken. Gibt es schöne Untersuchungen, ungefähr die Hälfte der Arbeiten, Anne Forster-Sörling hatte sich ja seinerzeit sehr genau angeguckt, ungefähr die Hälfte der Untersuchungen kommen dazu, dass mit Testosteron mehr Aggressivität verbunden sei, und die andere Hälfte der Untersuchung zeigt, dass es entweder keine Auswirkung hat oder dass es eher auf mehr Zärtlichkeit und Wärme und Ähnliches dann hinausläuft. Also insofern auch da kann man auch biologische Studien, muss man sich jeweils differenziert angucken, auch selbstverständlich auch für Pferde muss man sich auch genau angucken. Aber deshalb, das ist ja nur der eine Punkt. Der zweite Punkt, der hier jetzt zentraler in der Frage war ja, ist die Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Und da kommen wir ja gerade schon dran, also Männlichkeiten, also wir kommen ja mehr und mehr auch im Plural an, werden ja offener gedacht. Es werden unterschiedliche Formen entwickelt, die häufig auch von jüngeren Leuten nicht mehr so als Problem wahrgenommen werden, also auch in der Aushandlung für sich selbst, in der eigenen Identitätsbildung. Also in einer offener werdenden Gesellschaft sind Dinge, die damit verkoppelt sind, weniger relevant, weil zum Beispiel auch Leute, die sich mit Männlichkeit auseinandersetzen, die Männlichkeit annehmen, dann auch die Vorzüge in den anderen Lebensbereichen, die ihnen bisher vorenthalten sind oder nur mit Schwierigkeiten erlangt werden können, da durchaus Gewinn draus sehen, also für ein eigenes Lebensgefühl und ähnliche Dinge. Also insofern, da passiert im Moment eine ganze Menge, und so würde ich wiederum auch die Aushandlung gerade in einer kurdischen Bewegung, dann in der Türkei dann auch verstehen, und die Aushandlung, dieses Zuschreiben wiederum auf Männlichkeit, das findet man aber auch in einer europäischen Moderne intensiv natürlich. Also im Grunde beispielsweise, es gibt so ich glaube, Sichtermann war es, Barbara Sichtermann hatte den Band gemacht, das moralische Geschlecht in Bezug auf Frauen, und Christoph Kuklick hatte den Band gemacht, das unmoralische Geschlecht. Also eben gerade mit einer aufkommenden europäischen Moderne werden interessanterweise durchaus
erstmal beide Geschlechter, also so binär gedacht, beide Geschlechter negativ mit Attributen verlegt, nämlich belegt, nämlich weibliches Geschlecht gerade mit einer drohenden Unmoral und Frauen hätten Schwierigkeiten, sich im Zaum zu halten und ähnliches und deshalb müssen sie immer unter männliche Vormünder gestellt werden und all solche Dinge. Und in Bezug auf Männer aber auch dieses sich nicht in Kontrolle haben. Und das zielt auf so ein bürgerliches Ideal ab, dass man die Person gut in einer Gesellschaft disziplinieren soll und eben für eine Schule und eine Kirche gut argumentieren sollte. Also deshalb vielleicht so kurz beantwortet, das ist auch wieder nur eine Frage, zu der man umfassender antworten könnte. Ja. Ich habe keine weiteren Fragen. Es bleibt mir sehr herzlich zu danken. Es war ein wirklich schönes Gespräch und ich habe dieses kleine Büchlein sehr genossen. Es ist radikal und es ist sehr empfehlenswert. Man kann wirklich viel daraus ziehen. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für die Zeit. Genau, und sehr gern. Und das Buch kam nur zustande. Also es war auch tatsächlich eine kraftraubende Arbeit. Also Sally Alexander Wolter und ich haben intensiv daran gearbeitet, hatten viel Kopfschmerzen, haben teilweise 12, 14 Stunden am Tag daran gearbeitet, teilweise 4, 5 Stunden am Tag dazu telefoniert, damit es überhaupt so geworden ist. Also insofern auch ein Buch, wie es so ist. Einmal wird deutlich, dass es nicht von alleine entsteht und auch nicht eine Person das hinterm Schreibtisch einfach mal schreiben kann, sondern es kommt wiederum auf das menschliche Gemeinsame, das Aushandeln dabei an. Und andererseits ist eben auch eine Sprache, die letztendlich den Weg dann auf ein Papier findet, ist auch nicht losgelöst von dem konkreten Leben von Menschen, sondern es ist tatsächlich alles miteinander verwoben. Also insofern sind wir eigentlich auch am Ausgangspunkt unseres Gesprächs damit zurück, nämlich auch Gedanken sind nicht einfach da, sondern sie entstehen und durchaus manchmal kräftezehrend und auch mit viel Arbeit und Kopfschmerzen und Ähnlichem verbunden. Also insofern würde ich auch sagen, nach wie vor ist das Buch auch, würde ich Ihnen ganz beipflichten, natürlich empfehlenswert und tatsächlich auch in vielen Bereichen noch gar nicht bis in die letzte Konsequenz verstanden. Also da würde ich mir durchaus noch wünschen, dass auch mehr und auch gern mehr Kritisches passiert. Es gab Anregungen, zum Beispiel Fragen von Behinderung, psychischer Erkrankung stärker mit einzudenken. Da würde ich mir wünschen, dass die Dinge passieren, dass Leute etwas damit machen, weiterdenken, Zusätze gestalten und ähnliche Dinge. Das sollte passieren. Sehr gut. Also falls ein PhD-Student zusieht, da Dissertationsthema schon gefunden. Genau, und es muss auch gar niemand aus dem akademischen Kontext sein. Also so einfach Personen, die gerade Lust darauf haben und sich auch die Zeit nehmen wollen, sich intensiv einzudenken, reflektiert an Punkte ranzugehen. Also deshalb würde ich sagen, nicht zu viel in der Akademie, da kann man sich auch mit lauter Formularen totschlagen. Ja, das stimmt wirklich. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Und vielen Dank auch.